Da steht auch wieder eine japanische Geschichte auf der Seitenwand. Haben wir hier irgendwo den Alex? Den Lukas. Du bist der Lukas. Hi. Hi, Lukas. Schön, dass du da bist. Cooles Lukas, Fahrzeug. Servus. Ne? Hi, grüß dich. Servus. Du brauchst die Grätsche. So, jetzt darf mal hier, der Kollege. Okay. Dann erzähl mal, was. Also Honda S2000. Richtig. Drehzahl. Für 9000. Die, die es noch nicht wissen, knapp 10. 9300, um genau zu sein. Echt? Ja. Geht da nicht an die 10? Nein. Nicht? Das reicht doch. Okay, ja, reicht wirklich. Also das ist krass. Sechsgang, ja. Schalter. Ja. Gab es auch gar nicht anders, gell? Genau. Nein. Also das ist jetzt aus der Ära 2000... Der ist Baujahr 2002. Ja. Jetzt aber auf Facelift umgebaut. Ja. Also zumindest Front. Ja. Genau. Cool. Ein bisschen anders als der von Damon. Ja. Ein bisschen moderner, umgebaut. Was heißt jetzt das? Das ist eine kleine Geschichte. oh je, schwierig. Ich darf das eigentlich gar nicht sagen. Das ist eine Anspielung an einen Kumpel. Oh, okay. Und an die Rollstuhlfahrer da drüben. Aha, okay. Weil die hat bei uns in der Clique den Spitznamen Hot Wheel und da steht Hot Wheel auf Japanisch. Aha, okay. Ja. Good. Genau. Super. Cool. Jo. Innen ist er relativ original. Ja, relativ. Also die Mittelkonsole ist mit aus Carbon. Ja. Lenkrad wird komplett bezogen, die Mittelkonsole, Handbremse, Schaltsack. Das Radio war ein Riesenumbau, weil es halt offiziell halt nicht wirklich was gibt. Das ist mit Android Auto, Apple CarPlay, alles kabellos. Ja. Weil ich halt mit dem Auto auch sehr, sehr viel fahre. Also ich war jetzt auch in Polen beim Ultrace zum Beispiel. Ja. Und das Auto wird halt einfach bewegt. So muss es sein. Also ich habe den vor einem Jahr serienmäßig komplett gekauft. Ja. Bin jetzt in einem Jahr 23.000 Kilometer damit gefahren. Okay. Aber der ist ja nur angemeldet von April bis Oktober, also in einem halben Jahr. Ja. Aber ja, das Auto ist zum Fahren da, mein Gott. Ja, warum nicht? So muss es sein. Genau. Wenn er Spaß macht, kann man auch fahren. Richtig. Und das ist halt auch jetzt, wo ich sage, du, man muss nicht perfekt, aber man muss auch was nutzen. Ja, ich hab auch, weil ich fahre meine Autos auch, weil es hilft nichts. Ja, also er ist auch bei weitem nicht perfekt, wenn man jetzt hier die Spaltmaße ansieht. Ja. Aber im Endeffekt, er wird gefahren und steht halt nicht rum. Genau. Und die sind halt leider nur aus Plastik, wenn man die Stoßstangen einmal wegmacht, sind die kaputt. Aber ist cool zum Fahren. Hast du motormäßig was gemacht? Da gab es ja damals von Mugen ein bisschen Kit. Ja, richtig. Aber heutzutage ist das leider ziemlich schwierig. Die ganzen Turbo-Kits von früher waren alle eingetragen über diese 20% Mehrleistung. Das ist heutzutage eigentlich nicht mehr wirklich realisierbar. Ja. Und der ist so schon zickig. Also die sind sehr, sehr hecklastig und haben auch eine extrem hohe Totalschadenrate. Versicherung ist auch sehr, sehr teuer bei dem Auto. Ja. Deswegen ist der motortechnisch, weil Saugertuning geht gar nichts. Ja. Also er hat 7 PS mehr durch die Abgasanlage. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ich bin eigentlich alle nach unten. Ja. Ja, aber mal gucken. Vielleicht mal noch ein Turbo-Kit, weil es gibt ein Autohaus, was das anbietet tatsächlich mit TÜV. Da muss ich mal gucken. Hätte ich Lust drauf, aber ja, mal gucken. Ich habe das auch noch gar nicht so lange. Ja, eben. Auch wenn man das jetzt vielleicht nicht sieht. Genau. Cool, freut mich. Das ist was Feines. Auch mal was nicht Showroom und einfach zum Benutzen. Warum nicht? Ganz normaler Alltags- Klassiker fast schon, also ich sehe den S2000 schon fast ein bisschen als Klassiker. Ja. Weil also es gab ja nicht so wahnsinnig viele und... 1192 gab es in Deutschland insgesamt zugelassen. Ja. Und leider ist halt die Totalschadenrate bei dem Auto sehr hoch. Ja. Also, ja. Ich bin da mit einem guten Kumpel, mal zusammen, sagen wir mal, mit Emilia und ich hatte einen Porsche, den MD, in den Alpen hat er mich, also mit Turbo, war er richtig schnell. Der halt immer Leistung hat. Ja, sauber. Kein Turbolach und nix und dann mit den hohen Drehzahlen und dann mit dem Sechsganggetriebe. War schon beeindruckend. Ja. Hat mir gefallen. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wollte ich schon immer haben, seit ich ein Kind war. Davor hatte ich so einen alten Type R. Ja. Und dann war halt irgendwann, seitdem ich ein Kind war, wollte ich eine gelbe S2000 haben. Und dann war das so ein Spontankauf am anderen Ende von Deutschland. Aha. Und ich hatte 3 Fotos und einen Kilometerstand. Das war's. Naja. Ja, aber. Und so hat man den halt im Endeffekt blind gekauft, aber ich bereue es null. Man muss nicht immer so misstrauisch sein. Ja, genau. Okay. Super. Das Kind in mir ist glücklich. Okay. Dann vielen Dank. Gerne. Alles Gute. Und Dankeschön. Viel Spaß noch. Danke. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ciao, Lukas. Okay. Ciao, Lukas. Juhu. Barracuda Shocks habt ihr wahrscheinlich erwähnt oder vielleicht nicht erwähnt. Also das sind die Räder aus unserem Hause. Die Barracuda Shocks im JDM-Style. Ja, aber sieht geil aus. Sieht super aus.